Guten Abend zum Top Talk. Der heutige Gast hört man am Radio und man sieht ihn im Fernsehen. Und er ist sehr bekannt für seine frechen Sprüche und seinen Thurgauer Dialekt. Der Moderator Reto Scherer. Ja, jetzt, denn Mitte August, da ist eigentlich jede Hoffnung für alle schwärmenden Frauenherzen vorbei, du heiratest. Ja gut, also vorbei ist die Hoffnung noch nicht. Ja, sie dürfen immer natürlich noch schwärmen, aber genau, sie haben keine Chance mehr, dass du die Frau an Traualtar führst, sondern die Melanie. Sofern sie denn ja sagt. Also, du hast immer noch keinen Heiratsantrag gemacht, genau, gell? Das habe ich noch nicht gemacht, aber bei mir ist es so, solange ich nicht wirklich unter Druck stehe, mache ich nicht so vorwärts. Und jetzt sind es noch ein paar Tage bis dahin und irgendwie eine zündende Idee brauche ich eben noch. Und ich habe eigentlich schon etwas im Petto, das kann ich jetzt natürlich noch nicht verraten, aber es ist immer relativ schwierig, um das auch durchführen zu können. Es ist noch ein bisschen wetterabhängig. Aber jetzt hoffe ich mal, dass das dann gut kommt. Aber sie hat ja gesagt, sonst würde sie denn dich nicht heiraten, oder? Ja, das hat sie, glaube ich, mal so gesagt. Also sie hat einfach gefunden, sie möchte einen Heiratsantrag und das finde ich auch absolut okay. Aha. Also ich verstehe jede Frau, die sagt, ich will einen Heiratsantrag. Und ich bin mir da auch gar nicht so bewusst gewesen, dass das anscheinend so ein grosses Thema ist. Also ich habe das mal irgendwo mal so ein bisschen als Spass auch gesagt, dass ich keinen Heiratsantrag gemacht habe. Und plötzlich sind da alle gekommen und gesagt, ja, das geht doch nicht und was soll das? Habe aber auch sehr viel Kontakt gehabt mit Leuten, die mir geschrieben haben, vor allem Frauen, die gesagt haben, ja, sie hätten vor 20 Jahren auch keinen Heiratsantrag bekommen und sie bereut das also immer noch. Das müssen wir unbedingt machen. Und ich habe jetzt feststellen, das ist wirklich ein Thema, das viele Leute beschäftigt. Und vielleicht wäre das auch noch irgendwie ein Business zum Aufziehen. Heiratsanträge anbieten, das wäre vielleicht noch ein gute Geschäft. Idee, und gute Idee, Wedding-Pläne allgemein, oder? Genau. Klar, also zu einer klassischen Hochzeit an und für sich gehört es. Also die Reaktion der Frauen verstehe ich durchaus. Aber ist es denn auch klassisch, deine Hochzeit, oder was habt ihr für Vorstellungen? Oh ja, also es wird bei uns sicherlich sehr klassisch sein. Also so, das sind wir, glaube ich, am Christoph Blocher schuldig. Nein, es wird einfach sehr so im traditionellen Rahmen sein. Und für mich ist es immer klar gewesen, wenn ich mal heirate, dann möchte ich unbedingt, dass sie in Weiss heiratet und das Douglas spielt und dass es im kleinen Rahmen ist und dass es eine herzige kleine Kirche ist. Und dass es einfach so etwas ist, wo einem dann fürs Leben lang bleibt. Und traditionell bin ich eigentlich schon. Also das muss ich schon sagen, das hat sich nicht geändert. Melanie heisst deine Frau. Wie geht sie mit dem Rummel? Ja, Melanie heisst sie, genau. Ja, Entschuldigung. Ja, du hast den Heiratsantrag noch nicht gemacht. Vielleicht machst du noch auch den Barbara. Vielleicht auch den Barbara. Vielleicht auch dir. Vielleicht hättest du mir noch einen guten Tipp in Sachen Heirat. Ja, ich weiss genau. Das müssen wir nachher mal ausdiskutieren. Gut. Aber bleiben wir einmal bei der Melanie, oder? Gehen wir jetzt okay, davon aus. Gut. Wobei, wir werden das später in der Sendung schon sehen. Es gibt schon noch eine Anwärterin. Aber jetzt Stichwort Melanie. Wie geht sie mit deinem Rummel um? Also, ich meine, am Hochzeit wird es ja wahrscheinlich ganz viele Leute geben, die ihr überhaupt nicht kennt, die einfach kommen, weil sie wissen, ihr heiratet. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass am Hochzeit da gross werden Leute kommen, die uns nicht wirklich kennen oder die nicht gross eingeladen worden sind. Wobei, ist schon klar, es ist ein öffentlicher Anlass, also eine Kirche darf jeder kommen, aber ich glaube, das ist nicht unbedingt so. Und sie, muss ich sagen, hat kein Problem damit, sie wird einfach nichts damit zu tun haben. Also das heisst... Das muss sie auch sagen. Genau. Nein, ich meine, jetzt beim Hochzeit wird sie schon etwas damit zu tun haben, aber nicht mit der Popularität mit dem Rummel oder mit dem, was ich eigentlich den ganzen Tag immer ein bisschen mache. Und das finde ich eigentlich auch okay. Sie hat ihre eigene Welt, ihr Arbeiten und sie hat dort genug zu tun. Und da muss ich nicht noch mir quasi noch Unterstützung bieten. Und ich finde es auch gut, wenn das so getrennt ist. Ihr habt jetzt eine 5-jährige Beziehung. Also das heisst, Höchst und Tiefst kennst du wahrscheinlich auch in der Liebe, oder? Also, auch wenn bei uns ist immer alles gut. Also, wir haben nie ein Problem gehabt, wir haben nie gestritten, wir haben uns nie etwas nachgeworfen. Und es ist immer, wir sind nie laut geworden. Und nein, es ist klar, also, wer nicht streiten kann und wer nicht auch tief hat in so einer Beziehung, der weiss nachher nicht, wie lässig das sein kann, wenn es eben wirklich stimmt. Also wenn es nur immer wahnsinnig toll wäre, dann wäre es falsch, oder? Aber wichtig finde ich, ist ja, dass man dann immer weiss, irgendwie, dass man den Respekt voreinander wahrt und vor allem, dass man auch weiss, dass man darüber reden kann und dass es nachher irgendwann auch wieder gut ist. Also das finde ich schon entscheidend. Was gibt es für weitere Punkte, wo du sagst, sind es A und O für eine funktionierende Beziehung? Ich finde, das Wichtigste für eine Beziehung ist, das klingt jetzt relativ simpel und einfach, aber ist, dass man es lustig hat miteinander. Das hat man definitiv mit dir, oder? Es liegt nicht an mir. Also muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weil viele Leute haben immer das Gefühl, ja, der Scherer, der ist auch privat noch ein glatter Sicht. Gut, das bin ich auch, aber jetzt nicht so, dass ich da dauernd irgendwie muss lustig sein. Aber Melanie ist eigentlich schon wirklich so ein Sonnenkind. Also das ist jemand, der keine
Probleme hat in ihrem Leben irgendwie. Also nicht jeder hat Probleme, aber einfach so wirklich keine Markante. Und sie ist schon die, die man dann auch immer wieder wirklich aufmuntern kann und die einem wieder sagt, komm, jetzt machen wir es so und es gibt für alles eine Lösung. Und ja, also wenn sie nicht wäre, dann wäre es manchmal nicht so einfach. Und sie ist eigentlich schon die treibende Kraft. Aber das ist ja, glaube ich, in jeder Beziehung so, dass einfach die Frau die ist, die schaut, dass es funktioniert. Und die Frau ist die, die aus Leber und um ein bisschen büschelt, wo Gäste oder Kollegen einladen, weil ich würde sowieso wieder vergessen, dass man schon lange mal die müsste einladen zum Essen und so. Und sie ist schon die, wofür ganz viel schaut und das ist schon super. Also du hast jetzt gesagt, du bist auch privat lustig. Das würde heissen, praktisch rundum durch. Also wenn man zumindest an die Radio-Top-Zeiten zurückdenkt, oder? Da bist du ja wirklich also der Spassmacher gsi am Radio. Und ich glaube eben nicht, dass man das kann, über Jahre raus dann auch privat noch beibehalten. Also das bin ich überzeugt, dass das nicht geht. Ja, das ist so. Also ich finde es ganz entscheidend, dass man weiss, wo dass man zuhause ist und dass man dann eben nicht mehr so unbedingt muss sein wie dort, wo es um den Job gegangen ist. Obwohl, bei mir war es ja nicht so, dass ich wahnsinnig da immer etwas vorgespielt hätte. Überhaupt nicht. Ich bin wirklich ein froher Mensch und ich habe es gerne ein bisschen lässig und manchmal übertreibe ich es auch und das mache ich auch jetzt noch. Aber einfach, dass man weiss, wenn man heimkommt, dann darf man auch einfach mal ein bisschen loslassen und man muss nicht mehr angespannt sein. Und Melanie ist dann schon die sagt, du bist jetzt zuhause und kannst jetzt wieder normal tun und bist nicht mehr im Radio. Und ich wäre froh, wenn du einfach so wärst, wie du wirklich willst sein. Und das finde ich schon sehr wichtig, weil wenn man es dann irgendwann mal nicht mehr trennen kann, dann gibt es ja viele tragische Beispiele von so Leuten, die dann einfach ja, in den Ecken geschupft worden sind und 24 Stunden eine Rolle gespielt haben und die sich dann selber nicht mehr gekannt haben und wo es dann tragisch geendet hat. Du hast in der Radiozeit aber nicht nur heitere Zeiten erlebt. Das seit 96 machst du Radio. Ich kenne dich eigentlich von der ersten Radiostunde her. Genau, ich mag mich noch gut erinnern, wo ich bei Radio Top, bei Radio Thurgau, zu Frauenfeld reingekommen bin. Und dann habe ich dich gesehen und dann war noch Mona Fettsteg und so und der Ivan Santoro. Ja, das war schon noch speziell gewesen. Und dann ist es weitergegangen zum Top. Da komme ich jetzt eben auch noch auf Negativbeispiel zurück. Also du hast ein Jux-Telefon gemacht. Ja, die haben natürlich zum Teil rechte Wellen gezogen. Also Joseph Theiss beispielsweise, Thomas Bohrer. Mit diesen Jux-Telefonen hast du manchmal Grenzen wirklich nicht gekannt, oder? Also dort hat es ja auch einen rechtlichen Schritt nachher gegeben. Also Grenzen nicht kennt, man ist halt einfach ein kleiner Sturm- und Drangphase gewesen und man ist noch ein bisschen jung gewesen und man hat das Gefühl gehabt, die Welt gehöre einem und ja, es könne einem nichts passieren. Und darum ist es auch gut, dass einem dann so Grenzen aufgezeigt werden. So Joseph Theiss, Bundesrat oder eben Thomas Bohr, Botschafter in Berlin, da, mit denen haben wir ein verstecktes Telefon gemacht, wo mir auch aufgezeigt worden ist, alles liegt nicht drin in unserem Land. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich war eigentlich überrascht, dass man so weit gekommen ist. Also, ich konnte ja mit dem Joseph Theiss telefonieren, mit dem Thomas Bohr auch. Ich habe beide am Telefon verwünscht. Wenn man sich vorstellt, irgendwie der Barack Obama wird man wahrscheinlich nie am Telefon verwünschen. Auch nicht eine Angela Merkel. Keine Chance, oder? Und in der Schweiz ist das noch möglich. Da kann man einfach irgendwie am Bundesrat anrufen und sagen, hallo, wie geht's? Und das ist eigentlich auch das Schöne an unserem Land. Aber natürlich, es gibt Spielregeln und die haben wir hier manchmal ein bisschen überschritten. Aber ich bin wegen dem überhaupt nicht irgendwie traurig, dass ich das hier gemacht habe. Weil wenn man die Grenzen nicht ausloten tut, dann weiss man nicht, wie weit man gehen kann. Und dann will man wahrscheinlich auch eine Menge Erfahrung nicht machen, die eben auch wichtig ist. Du hast noch ein weiteres Gesicht von dir zeigen, nämlich Tiefgang. Der wirklich, also der mentale Tiefgang, wo du kannst, auf die Leute eingehen, wo du auch sehr viel Positives kannst versprühen, wie jetzt mit der Frau Burkhardt, oder? Das war eine Legende für dich. Also Burkhardt und Scherer, die ja sogar den Medienpreis bekommen hat, hast du wie viele Jahre mit ihr fast täglich telefoniert? Ich habe mit ihr über 6 Jahre telefoniert und also ich mache das immer noch, es hat nie aufgehört und sie ist, also die Legende ist irgendwie tot, ich mache das jetzt einfach für mich allein, ich rufe ihr jeden zweiten Tag an, telefoniere mit ihr eine Stunde, das ist das Positive an meinem Arbeitsweg von Weinfelden auf Zürich, habe ich immer eine Stunde Zeit im Auto zum telefonieren, natürlich mit einer Freisprecheinrichtung und mit ihr schwätze und ich muss sagen, sie ist eigentlich besser drauf denn je, also sie ist unglaublich fit und vital. Ich versorge sie natürlich auch regelmäßig mit Whisky zum Beispiel oder schicke ihnen einfach so Sachen. Das hat noch mit dem zu tun. Wir haben ja hier beim Medienpreis auch Geld gewonnen und das haben wir dann angelegt in ein Frau Burkhardt-Konto.
und dass sie da etwas davon hat. Und ich gehe sie ab und zu auch besuchen. Das habe ich jetzt gleich schon 3-4 Mal gemacht. Und ja, ich finde sie absolut der absolute Hammer. Sie ist Wahnsinn. Das ist sie wirklich. Aber der absolute Hammer war auch, dass sie nicht gewusst hat, wer du bist. Sie hatte keine Ahnung gehabt, dass du ein Radiomoderator bist, dass das ausgestrahlt wird, oder? Ja, das ist so. Weil, wenn sie das gewusst hätte, dann wäre das Ganze nicht aufgegangen. Dann hätte es nicht funktioniert. Und das ist auch das, wo ich heute immer noch darauf angesprochen werde. Also ganz allgemein ist es noch verrückt, dass mir immer noch mehr Leute eigentlich auf Frau Burkhardt ansprechen, dass jetzt irgendwie auf deren Seite. Mhm. Und dann vielfach, ich habe letztens gerade mit einem Rechtsanwalt diskutiert, wo mir gesagt hat, ja, aber Herr Scherer, jetzt haben Sie jahrelang dieser Frau angerufen, haben Sie im Radio gebracht, wenn ich das gewusst hätte und so. Und die können Sie jetzt anklagen, oder? Die können Sie auf 7 Jahre zurückverklagen. Dann habe ich gesagt, ja, das können Sie schon machen. Das können auch Sie machen, mir ist das gleich, Sie zerstören einfach etwas. Ja. Weil Frau Burkhardt hat mir dann irgendwann nach einem Jahr oder zwei gesagt, Herr Scherer, solange dass Sie mir anrufen, geht es mir gut und solange werde ich da sein. Und sie hat relativ einen tragisch, das wissen auch viele Leute nicht, und das tue ich jetzt so schnell, ich klammer auf, klammer zu, relativ ein tragisches Leben gehabt. Und so hat es eigentlich beiden etwas gebracht. Und mittlerweile ist es ja auch so, dass es ja nicht mehr im Radio kommt und ich gleich immer noch anrufe, wie sie mir einfach wirklich viel bedeutet. Was bist du der Zuckerjunge, der ihr Leben versüßt in den letzten Jahren? Zuckerjunge nicht. Aber sie hat schon, sie sagt ab und zu am Telefon, ja, der liebe Gott hat ihr noch mal einen Sohn geschenkt. Und das finde ich eigentlich schon irgendwie, ja, und sie hat mir auch noch, ich habe keine Großeltern mehr. Ja. Und ich muss sagen, es ist eine super Situation. Zuerst war es wirklich eine geschäftliche Basis gewesen, eigentlich, mindestens auf meiner Seite. Per Zufall entstanden? Per Zufall, wirklich per Zufall. B wie Burkhardt. B ist relativ gross, also oben im Telefonbuch gesitzt, oberst oben. Und darum habe ich ihr mal angerufen. Das ist jetzt aber nicht meine Zeit. Und es war ein Zufall gewesen. Aber mittlerweile ist das eine Freundschaft. Mehr als eine Freundschaft. Mhm. Wie schön dass das war, wie tief das heute. Die erste Begegnung gegangen ist nach diesen vielen Jahren Telefon, eben, das haben wir ja verfilmt. Da möchten wir doch gerade mal noch geschwind reinschauen. Es ist ein Sonntag im Dezember 2007. Ein grosser Tag für den Reto Scherer. Zum ersten Mal trifft er seine Telefonbekanntschaft, Frau Burkhardt. Ich war ja schon ein paar Mal nervös in meinem Leben. Aber ich glaube, das übertrifft jetzt doch alles in diesem Moment. Und dann muss er seine Frau Burkhardt zuerst auch noch suchen. Sie hat eben gesagt, wir sollen zu ihr ins Zimmer kommen. Ja, in welchem Zimmer das sie ist? Nein, das weiß ich. Danke vielmals, sehr nett. Dann endlich ist es soweit. Das ist mein Schatz. Fünfjährig sind wir beieinander per Telefon. 5 Jahre haben wir einander noch nie gesehen. Und heute sehen wir es schon der junge Sohn noch nicht. Und der junge Sohn hat ihr ein grosses Versprechen abgegeben. Wenn ich 100 bin, würde er mir heiraten. Das haben wir so abgemacht. Und ich habe mir das wirklich auch wieder vorgeschrieben, dass wir das so machen. Da können Sie immer noch daraus denken. Ja, selbstverständlich. Sieht gut aus. Sehr. Das dürfte jetzt ein bisschen schwierig werden. Bei einem Gläschen Whisky kommen sich die beiden dann aber doch ein bisschen näher. Ja. Anna. Das freut mich aber sehr. Reto, ja. Wir haben zum Beispiel immer, wir haben nie geduzt einander, bis jetzt nicht. Weil wir einen guten Whisky haben. Prost, Reto. Prost, Anna. Es freut mich sehr. Ja, mir auch. So schön der Besuch war, irgendwann geht eben auch das Treffen zu Ende. Alles Liebe. Bis später. Ciao, Reto. Ciao Anna, mach's gut. Danke auch vielmals. Danke. Auf Wiedersehen miteinander. Also, der Kuss aufs Maul hat es schon gegeben, aber das mit dem Heiratsantrag. Wir sind mittlerweile wieder per Sie übrigens. Das ist noch lustig. Wir haben ja Dutzis gemacht. Ja. Und irgendwie eine Woche später, als ich ihr wieder angerufen habe, privat, habe ich gesagt, hallo, Frau Burkhardt, da ist Scherer. Und sie hat auch gesagt, ja gut, sie ist Scherer. Und okay. Wir haben das nie mehr das Thema gesehen. Wir sind wieder per Sie. Das finde ich auch gut so. Wenn ihr einen Whisky zusammen trinkt, dann wieder per Du einmal. Du hast schon gesagt, du besuchst sie noch regelmäßig. Genau, dann trinken wir. Letztes Mal haben wir eine Flasche Wein getrunken. Und nein, wir sind auch dort eigentlich per Sie gewesen. Und okay. Auch nach der Flasche Wein. Aber es ist irgendwie, es passt. Wenn man sich 5 Jahre Sie gesagt hat, dann ja. Ist es auch okay so. Ja, jetzt eben auch mit dem Heiratsantrag, oder? Gut. Du hast ja die Melanie noch nicht gemacht, oder? Aber sie hat dort ganz klar gesagt, ihr hättet die Abmachung. Wenn sie 100 ist, dann ist sie 3-4 Jahre. Genau, in 3 Jahren ist sie 100, sie ist 97 jetzt.
Und ja, also das wird ja auch halten, das Versprechen. Also wenn sie 100 wird, und das wird sie hundertprozentig, also da bin ich mir fast wirklich ganz sicher, dann tue ich sie heiraten. Das mache ich. Wie würdest du das machen? Ja, ich weiß, es gibt Gesetze. Wir gehen davon aus, dass du dann noch verheiratet bist mit dem Melanie, ja, oder? Ja, also. Nein, aber es gibt gesetzlich da wahrscheinlich noch ein paar Hürden. Man kann ja nicht zwei Frauen haben, oder? In der Schweiz. Also ich weiss gar nicht. Ich kenne zwei Männer, die mehrere Frauen haben, aber die sind nicht mit allen geheiratet. Aber nein, ich würde sie einfach heiraten und schaue dann, was das Gesetz dazu sagt. Also da muss ich sagen, das ist wie mit dem Rechtsanwalt, der eben gesagt hat, Herr Scherer, sie könnte doch nicht immer dieser Frau anrufen und die darf das nicht wissen, dass sie im Radio kommt. Wir heiraten, das mache ich hundertprozentig und da stehe ich dazu. Und dann schauen wir, also, wenn dann da jemand kommt, ein Richter, und sagt, ich keine Ahnung, das geht nicht, das glaube ich auch nicht, dass da irgendjemand etwas sagt. Ich werde mir das überlegen, wie man dann heiratet, aber ja, jetzt habe ich noch 3 Jahre Zeit. Was sagt Melanie dazu? Das weiss ich nicht, das habe ich noch nicht gefragt. Ja. Das ist so, es gibt so gewisse Themen, das weisst du, wo man die Heim nicht besprechen kann. Ja, ja, wenn sie die Sendung schaut, wirst du dann konfrontiert. Wo man immer so vor sich hinschiebt. Aber ich glaube, so, wenn ich Melanie kenne, ist das für sie schon gut. Scheint eine tolle Frau zu haben. Das ist so, die Beste. Schön. Wir kommen nochmal aufs Top zurück, oder? Mal weg vom Hochzeug und von deinen wirklich Wolken-7-Gefühl. Du hast nach dem du Frau Burka besucht hast, bist du weg vom Top. Also das war eigentlich dann eben dein Abschluss im Top. Bist zum DRS1. Und wer dich schon jemals gehört hat im Top, der hätte ich im DRS1 kaum mehr gekannt, oder? Was? Also ja, es ist so. Vom frechen Schnorri oder zum moderaten, braven Moderator. Ja, das würde ich jetzt nicht so, nicht so sagen. Aber das ist schon richtig. Also, dass man sich natürlich manchmal auch in eine andere Rolle versetzen muss, wenn man bei einem anderen Sender schafft. Mittlerweile finde ich, ist das bei mir nicht mehr so. Also, ich kann ein Beispiel sagen. Leute, die mich nicht kennt haben, von Radio Top her, die zum Beispiel zu Chur wohnen oder zu Genf oder zu Bern, die mich nicht kennt haben, die schreiben regelmäßig bei ihrer Seite oder telefonieren oder eben melden sich irgendwie und sagen, ah, das ist jetzt aber auch noch ein Frecher, den wir hier haben bei ihrer Seite und so. Ja. Klar, wenn die wissen, wie es geht. Genau. Nein. Aber ich finde, der Punkt ist halt einfach der, irgendwie bei ihrer Seite, wir haben jeden Tag 1,8 Millionen Hörerinnen und Hörer und da kann man nicht einfach dann ein bisschen irgendwie muss man schon ein bisschen auf alle Rücksicht nehmen. Also hast du einen Maulkorb bekommen? Überhaupt nicht. Nein, ganz im Gegenteil. Nein, wirklich nicht. Also sie ermutigen mich auch immer wieder und sagen, mach doch etwas, bist kreativ und du darfst und geh an deine Limiten. Mhm. Das machen sie wirklich und das schätze ich auch sehr. Aber es ist mehr auch mein Respekt, den ich davor habe, vor so vielen Leuten, die zulassen und wo man einfach mal sagen muss, jetzt mal langsam das Ganze angehen und mal schauen, wie sich das so ein bisschen entwickelt. Aber mittlerweile finde ich wirklich, habe ich einen guten Weg gefunden. Und als ich angefangen habe bei Radio Thurgau, das weisst du am besten, und auch noch Anfangszeiten bei Radio Top, war es auch nicht so gewesen. Sondern das ist ein Prozess, der sich entwickelt. Man kann nicht einfach kommen und dann mal anstehen und sagen, so, da bin ich und jetzt sind wir lustig und jetzt machen wir alles anders. Und es hat zwar schon 100 Jahre ihre Size gegeben, aber jetzt ist alles neu. Das geht nicht. Das muss wachsen. Also du gehst davon aus, dass in ein paar Jahren, sagen wir 5 Jahre, der Reto Scherer ein bisschen wie im Radio Top kann sein, einfach auf der Size. Das wirklich weiss frech, so wie der Schnäppel gewachsen. Nein, ich weiß ja nicht, wie ich mich entwickle. Das hat ja mit vielen Faktoren zu tun, mit dem Alter, mit dem, wie es einem geht, ob man das überhaupt noch will, ob man das selber auch noch ist. Ich bin schon so, eben, eigentlich, wenn ich war bei Radio Top, aber das 24 Stunden jetzt auszuleben oder auch immer bei der, das heisst, das muss ich im Moment wirklich nicht. Mhm. Aber ich denke schon, dass da etwas in mir drin ist, wo... Ja. Oder schon noch schlummert. Wir schauen mal. Aber ist es um dich herum ruhiger geworden? Weißt, ich erinnere mich zurück an die Radio Top-Zeiten. Ich meine, es ist brutal. Du hast von Heiratsantrag bis zum Morddrohungen alles bekommen, oder? Ja, das hat sich nicht geändert bei dieser Seite. Echt? Ist das immer noch so? Nein, also heisst es immer noch, pass auf deine Rädchen auf beim Auto, wenn du wegfährst? Genau, pass auf deine Rädchen auf beim Auto und dann nehme ich einmal den Zug. Nein, das ist bei dieser Seite natürlich schon ein bisschen anders. Wobei, es ist ganz klar, eben, also auch bei dieser Seite, wo die ganze Schweiz zulässt, es gibt alle Meinungen. Und da kommen manchmal positive und manchmal negative Sachen rein. Und das ist auch gut so. Nur aus den Negativen macht man sich vielleicht einmal Gedanken, eben, dass das vielleicht jetzt nicht so gut war. Und, aber ruhiger ist es eigentlich überhaupt nicht geworden. Und was ich auch muss sagen ist, ich habe immer gedacht, so die Radio-Top-Familie dort mal,
wenn ich die verlasse, dann ist das irgendwie weg. Also dann geht das relativ schnell und dann ist das vergessen. Und auch Frau Burkhardt und die Telefon und alles. Und jetzt bin ich schon fast 2 Jahre bei DRS1 und es ist immer noch, für mich mindestens, also ich spüre das so und auch bei den Leuten, es ist immer noch gleich aktuell. Und ich komme auch wahnsinnig viel Post über oder auch von Leuten, die eigentlich Radio Top hören und auch das heute noch machen, die aber sagen, ja, wir sind jetzt gerade im Tessin gewesen, oder wir sind dort und dort oder ich habe mal am Nachmittag drin gelassen, hatte ich gehört, super und weiss noch früher noch und so. Und also ich finde, es ist überhaupt nicht ruhig geworden, im Gegenteil. Also okay. Manchmal habe ich fast das Gefühl, ja, es ist eigentlich für mich das Beste, was ich machen konnte. Ja. Gut, ich denke, für den Rummel sorgen natürlich auch das weitere Standbein an. Dunstige Essen, oder? Jetzt gerade wieder aktuell, wir haben ein paar Sendungen gehabt. Dort triffst du natürlich ganz viele Promis. Also ich denke, also gut, das hast du schon vorher, aber so mit Aussenmoderator, Live-Fernsehen, das ist natürlich noch etwas Spannendes für dich, oder? Ja, das ist natürlich wirklich ein anderes Element nochmal. Und vor allem dort, muss ich schon sagen, das ist auch nochmal ein Ausgleich zu DRS1, wo man vielleicht manchmal tatsächlich sich ein bisschen mehr konzentrieren muss. Gut, das muss man beim Fernsehen auch sich konzentrieren. Aber wo man wirklich auch mal noch ein bisschen mehr Gas geben kann. Und das ist für mich natürlich ein super Ausgleich. Und gerade auch so dann mit Leuten, mit interessanten Leuten zusammenzukommen, wo man etwas machen kann, wo man ein Ende machen kann, das schätze ich sehr und das bringt mich wirklich auch weiter. Erstaunt hast du gerade mit dem Christoph Blacher, oder? Wo im Morgenmantel angefahren ist, oder? Und dann Badehose und schwimmen. Genau, das hätte ich eigentlich nie gedacht. Und ich habe einfach das Gefühl, ich rufe mal Christoph Blacher an, weil bei uns auf der Fernsehredaktion haben alle gesagt, ja, dort musst du es gar nicht probieren, weil der kommt eh nicht. Weil Christoph Blacher kommt nicht in Dunstige. Und bei dir kommt er in der Badhose. Ja, und ich dachte, jetzt rufe ich mal an und habe dann über seine Sekretärin irgendwann habe ich dann einen Termin mit ihm bekommen. Ich konnte 5 Minuten Redezeit rausholen am Telefon und habe angefangen zu schwätzen mit ihm. Und er sagt dann sofort gerade zu mir, was haben Sie für einen Dialekt? Und dann habe ich gesagt, ein Thurgauer. Und dann sagt er, ah, super, super, Herr Scherer, von wo sind Sie? Und dann sage ich, von Weinfelden. Ja, sensationell, wunderbar. Er hat die Kurate. Okay. Er hat in Zweifelden geheiratet, vor über 40 Jahren auf dem Standesamt und auch kirchlich, seine Silvia, weil seine Frau war in Zweifelden Lehrerin gewesen. Und dann hat er noch gesagt, sie hätte eben das Brotkörbchen füllen müssen, weil er da halt irgendwie noch nicht so viel verdient hat, hat sie müssen das Geld heimbringen. Und irgendwann hat er zu ihr gesagt, komm Silvia, wenn du jetzt schon Zweifelden Lehrer bist, wir heiraten da. Und dann hat er mir die ganze Geschichte erzählt und am Schluss sage ich ihm dann, ja, ich heirate eben auch jetzt den Zweifelden. Also fast Zweifelden. Und dann hat er das super gefunden und irgendwie sind wir so uns dann, irgendwie sympathisch gewesen. Und dann ist noch die Geschichte mit der Badhose und dann hat er sofort gesagt, ja, für Sie, Herr Scherer, mache ich gerne, kein Problem. Ich bin sehr überrascht gewesen und ja, er hat es gemacht. Also spannende Sache. Haben wir Bilder da? Haben wir keine Bilder da? Dürfen wir nicht ausstrahlen, oder? Gut. Muss man im Internet nachschauen. Genau, dort kann man nachschauen. Jetzt bist du da ja eigentlich eine Nebenfigur, also eine wichtige Nebenfigur, also ein Aussenreporter. Aber wenn denkst Hauptfigur du, ist Zimba, du... der Hund von der Monika Fallacht. Zum Beispiel, genau. Wenn denkst du, machst du als Hauptmoderator so eine grosse Kiste, eine grosse Sendung? Ah, das weiss ich nicht. Also das ist auch nie zur Debatte gestanden. Also ich kann es nicht ändern. Ich habe das schon immer gesagt. Und es ist so, für mich ist mein Leben ist Radio. Und ich bin eigentlich auch wirklich froh, dass ich nicht irgendwie so im Rampenlicht stehe im Fernsehen wie andere. Weil ich sehe es einfach, mir wird schon in Ruhe gelassen in der Schweiz, im Gegensatz zu anderen Ländern, wenn man bekannt ist oder eben im Fernsehen kommt. Aber auch in der Schweiz, ich denke manchmal, die Leute, die da jeden Tag, jeden Abend im Fernsehen kommen, also du zum Beispiel. Ja. Nein, wie geht man mit dem um? Also ich habe manchmal schon Mühe, wenn ich irgendwie dann wirklich halt für mich möchte gerne posten gehen und so. Und es geht einfach nicht. Es kommt immer irgendjemand und jeder hat eine Frage und so. Das ist auch schön, das ist super. Und das ist, wenn aber man Leute, nationales Aushängeschild wäre, wie genau, aber Leute, die wirklich so bekannt sind, das, ich weiss nicht, wie sich die bewegen. Und das ist schon eine Einschränkung. Und ob man denn das will, ob man sein Leben so will, einschränken zugunsten, dass man seinen Kopf so weit raushebt, das weiss ich nicht. Und das ist halt schon schön im Radio, dass man so ein bisschen anonym ist. Anonym, trotzdem kennt man dich auch von den Events und als DJ, aber wir kommen jetzt doch einfach mal noch ganz kurz zum Schluss weg. Also, du bist ja zwar noch jung, oder? Aber genau. Ewig bleibst du vielleicht auch nicht bei den Medien. Du hast ja noch ein Wirtepatent. Und die Eltern haben ein Restaurant, das gut läuft. Also, denkst du, du machst irgendwann den Wechsel in die Gastronomie? Ein Restaurant, das gut läuft. Willst du etwas erleben, gehe ich treiben.
So, also kann man das sagen? Man muss es schneiden, nicht, oder? Gut. Nein, ja, ich habe noch so viele Ideen und ich würde gerne so viel machen. Und ich habe letztes Jahr gedacht, ja, die Zeit läuft irgendwie davor, aber man muss, glaube ich, einfach cool bleiben. Und wir haben jetzt noch mal 30 Jahre Zeit, aber ich würde wirklich gerne noch viel machen. Und Gastronomie ist sicher etwas, wo ich immer lässig gefunden habe. Weil Gastronomie hat schlussendlich auch viel zu tun mit dem Radio und mit dem Fernsehen. Es ist eigentlich genau das Gleiche. Du musst Leute unterhalten. Es ist so. Und es ist, man muss den Leuten in der heutigen Zeit auch etwas bieten. Und natürlich geht es ums Essen und ums Trinken, aber es geht eben auch um mehr. Und es geht um den Kontakt mit Menschen und das ist das, was mir Freude macht. Und das könnte ich mir schon vorstellen. Aber es gibt noch viel anderes, was ich gerne machen würde. Aber jetzt bin ich mal bei dieser Seite und ich bin einer, der sehr treu ist. In jeder Beziehung sehr treu ist und darum nicht immer grad schon wieder als Nächste denkt. Und ich bin 9 Jahre lang bei Radio Top, fast 10 Jahre lang bei Radio Top gewesen. Und ja, jetzt bleibe ich sicher mal noch ein paar Jahre bei dieser Seite. Aber zwischen dir oder nebenbei könnte ich mir schon vorstellen, dass ich mal noch etwas anderes noch mache. Und wenn gibt es Scherer Nachwuchs? Oh, das weiss ich nicht. Da gibt es ein paar Leute, die darauf hoffen. Also meine Eltern oder Melanie, ihre Eltern. Und wahrscheinlich viele Leute, die sagen, nein, bitte nicht. Nicht nochmal so einen. Keine Ahnung, das weiss ich nicht. Das schauen wir. Wir tun das immer noch verhüten. Nein, kann man das sagen im Fernsehen? Oh, weiss nicht. Gut. Also. Gesagt ist gesagt, wir wünschen dir auf jeden Fall. Und der Melanie, alles Gute. Danke. Herzlichen Dank, dass du da warst, beruflich Merci. Und privat. Toi, toi, toi und schönes Hochzeit. Merci vielmals, Christa. Ihnen besten Dank fürs Zuschauen zu Hause. Jetzt geht es weiter mit den News. Und in dem Sinne wünschen wir einen schönen Abend. Ade miteinander.